Hey ho Kartoffeln, ein weiteres Animal Crossing New Horizons Video ist heute auf meinem Kanal für euch am Start und in diesem Video erkläre ich euch, wie ihr alle eure Steine zusammen auf einen Fleck bringen könnt, nicht überall verteilt auf eurer Insel, sondern genau dort, wo ihr sie haben wollt, wie zum Beispiel hier bei der Sternisteininsel, dass so eine eigene kleine Insel extra reserviert wird für die Steine, sodass ihr natürlich dann auch schneller alles farmen könnt, schneller den Sternistein finden könnt und alles beisammen habt, ebenso wie ihr das möchtet. Es muss auch keine extra Insel sein, ihr könnt daraus den Zen-Garten machen oder einfach nur diese Steine umzäunen, sodass ihr sie an einem bestimmten Fleck habt. Und ich muss auch gleich mal vorweg sagen, dass ich dieses Video bei einem befreundeten amerikanischen YouTuber gesehen habe. Ich werde euch den Link auf jeden Fall zum Originalvideo unten in die Videobeschreibung packen, gleich nach der Discord-Einladung. Und würde sagen, wir starten einfach direkt mal rein, wie man das am besten anstellt. Also zunächst einmal solltet ihr euch natürlich einen Platz überlegen, wie ihr das Ganze gestalten möchtet. Ich zum Beispiel habe jetzt erst einmal einfach nur ein paar Wege genau in die Mitte meiner Insel gepackt. Ich möchte weiterhin alles symmetrisch haben und es ist echt nicht so einfach, dieses Ziel zu erreichen. Aber auch die Steine müssen dafür natürlich an ihren geeigneten Platz hingehen. Und ich habe dann extra ein paar Aussparungen gelassen für diese Steine. Also diese 6 Stück hier für die Steine. Unten das muss nochmal ausgefüllt werden. Und dann muss man halt immer 8 Positionen rund um den Stein freilassen. Wenn ihr Boden platziert, ist das absolut in Ordnung. Falls ihr Terraforming noch nicht freigeschalten habt und trotzdem irgendwie die Positionen eurer Steine markieren wollt, könnt ihr da zum Beispiel Sterni-Säcke hinlegen oder halt Sterni-Münzen und so das Ganze dann freilassen. Aber jetzt kommt die eigentlich schwierige Aufgabe dabei. Ihr müsst dafür sorgen, dass nirgendwo sonst auf eurer Insel ein Stein spawnen kann. Das heißt, ihr müsst alles zukleistern, entweder mit Möbeln oder mit anderen Möglichkeiten, sodass halt nirgendwo noch ein Stein Platz haben könnte. Steine spawnen nur dort, wo rundherum 8 Plätze frei sind, also quasi 3x3 Felder frei sind. Nur dort kann ein Stein spawnen, also in der Mitte von diesem 9er Feld, eben für den Stein selbst und für die 8 Ressourcen drumherum. Wenn da zum Beispiel ein Fluss ist, dann kann direkt neben dem Fluss schon mal kein Stein spawnen. Es kann auch neben einem Baum direkt kein Stein spawnen. Höchstens mit 2 Feldern Abstand zu einem Baum kann ein Stein auch spawnen und auch nur dann, wenn rundherum alle 8 Felder frei sind. Das heißt, ihr müsst dafür sorgen, dass diese Felder eben nicht mehr frei werden. Und wie macht ihr das am besten? Naja, Möbel ist zwar möglich, aber ziemlich aufwendig. Ihr könnt auch andere Sachen benutzen, aber das Beste wären Designmuster, die ihr einfach so hier platziert als Schneiderpuppe. Ihr seht es gerade bei mir schon die ganze Zeit im Hintergrund. Das ist wirklich sehr einfach. Ihr verändert einfach nur eins von euren Designmustern ganz, ganz wenig. Zum Beispiel nehmt ihr da einen roten Strich weg von dieser Schraffur. Ihr könnt auch einfach nur eins ganz einfärben. In Rot zum Beispiel habt ihr bei mir gesehen. Und dann müsst ihr einfach nur zum Aufräumen, nachdem ihr das Ganze gemacht habt, das Design wiederum verändern und automatisch werden dann alle Schneiderpuppen aufgenommen. Und das ist halt super, super praktisch, weil ihr euch dadurch halt die Aufräumarbeiten spart. Und das macht ihr dann einfach nur auf eurer ganzen Insel, sodass rundherum keine 8 Felder mehr frei sind. Wie macht ihr das am besten? Naja, ihr platziert diese Schneiderpuppen einfach immer mit 2 Feldern Abstand zueinander. Das heißt Puppe, Platz lassen, Platz lassen. Puppe. Also immer alle 4 Felder kommt eine Puppe hin. Das erste Feld ist besetzt von der Puppe und das vierte auch. Und dann immer so weiter. Einfach so im Schachbrettmuster weitergehen und dann schön alles besetzen. Ihr müsst dann einfach nur dafür sorgen, dass alles voll ist mit diesen Dingern. Und ja, das dauert schon eine gewisse Zeit. Ihr könnt zum Beispiel auch eure gesamte Insel einfach vollklatschen mit Terraforming. Also überall entweder alles mit Wasser voll machen oder alles mit Wegen voll machen oder alles mit Plateaus immer mal wieder so eins erheben. Aber das ist dann auch wiederum mit Aufräumarbeiten verbunden. Das mit den Designs ist mit Abstand das mit der geringsten Zeit zum Aufräumen und trotzdem natürlich mit einer recht kleinen Zeit zum Aufstellen. Denn ihr müsst halt wie gesagt nur alle 4 Felder eins platzieren. Das ist schon in Ordnung. Ihr müsst halt bei euren Blumenbeeten darauf achten, dass ihr da keine Lücken habt, denn Blumen an sich sind nicht Gegenstände, wo nebenher kein Stein spawnen kann. Hier zwischendrin, neben den Zäunen, wenn es mit 2 Feldern Abstand zu den Zäunen ist, dann geht das schon, dass hier ein Stein spawnt. Deswegen habe ich zum Beispiel hier die ganzen Felder eben mit Blumen bestückt, wo eben ein Stein spawnen könnte. Direkt neben dem Zaun ist das aber kein Problem. Hier braucht, wie gesagt, der Stein 8 Felder drumherum. Aber Blumen zählen da eben nicht, genauso wie Sternisäcke oder sowas. Das zählt eben nicht als Absperrung dafür. Da müsst ihr schon was Ordentliches hinlegen. Und weil die Designs einfach immer gehen, sollte das auch für Leute möglich sein, die eben noch kein Terraforming haben. Und damit ist das ziemlich praktisch. Bevor ihr aber jetzt rumgeht und eure ganzen Steine kaputt macht, natürlich erstmal die Ressourcen rausholen. Und das Zweite, was ich machen würde, ist jeden Stein einzeln kaputt machen. Denn das Wichtige ist, Steine spawnen nur jeweils einmal am Tag.
und nicht alle 6 auf einmal, sondern nur eine am Tag. Das heißt, ihr braucht auch 6 Tage, bis alle theoretisch wieder bei euch in der gewünschten Position sind. Ich würde erstmal einen kaputt machen zum Test und gucken, ob das Ganze geklappt hat. Jeden Tag immer wieder mal nachgucken, ob der nächste Stein dort ist, wo ihr ihn haben wolltet. Falls nicht, natürlich müsst ihr auf eurer Insel rumgehen, gucken, wo der gespawnt sein könnte. Und weil ihr ihn dann seht, werdet ihr auch bemerken, dass ihr dann eben eine Stelle vergessen habt. Und das ist mir auch schon passiert. Ich habe halt hier bei den Blumen zum Beispiel gedacht, ich habe halt einfach nicht gesehen, dass hier noch ein Feld frei ist. Habe danach gesehen, oh, die 8 Felder drumherum sind tatsächlich nur von Blumen oder ähnlichen Sachen besetzt. Auch Wege sind leider keine Absperrung. Wege und Blumen reichen nicht aus, um Steine am Spawnen zu verhindern. Und da seht ihr es schon. Hier ist genau die Stelle, die ich meinte, bei den roten Rosen. Hier brauche ich eben dann nochmal eine Puppe, um das Ganze zu verhindern. Aber das ist die Arbeit auch wert, wie ich finde. Ich möchte das zumindest machen bei meiner symmetrischen Insel. Ja, ihr seht schon, das kommt langsam voran. Ist natürlich mit viel Arbeit verbunden, aber ich wollte euch das Video auf jeden Fall nicht vorenthalten. Hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Zum Schluss kann ich euch nur noch den Tipp geben, packt lieber mehr von diesen Schneiderpuppen raus, als ihr vielleicht denkt, dass ihr braucht. Immer wenn ihr denkt, oh, da könnte noch eine Platz haben, dann packt sie einfach rein. Braucht gar nicht lange nachzählen, einfach rein, das ist sehr schnell erledigt und sehr schnell aufgeräumt. Wie gesagt, die Wege an sich, außer die Erde, verhindern zwar das Spawnen von Steinen direkt da drauf, aber daneben ist das durchaus möglich. Also auch mit einem Feld Abstand geht das schon, im Gegensatz eben zu den Schneiderpuppen, wo man immer mindestens 2 Felder braucht. Das heißt, wenn ihr eine Schneiderpuppe platziert, ist um die 8 Felder drumherum sicher kein Stein am Spawnen. Und wenn ihr das eben alle 4 Felder macht, Schneiderpuppe, Platz lassen, Schneiderpuppe, dann werden eben diese Felder immer von der Schneiderpuppe besetzt und ihr könnt dann eben einen Stein am Spawnen hindern. Ich hoffe, ich habe es einigermaßen verständlich erklärt. Ansonsten verabschiede ich mich wie immer mit einem Shoutout an meine Kartoffelkönige, die mich finanziell mit einer Kanalmitgliedschaft unterstützen. Vor allem Annika, The Prophet, Carisse, Blackout, Tyson of Us, The Joker, René Flying Fussel, Matze, Papa Joe, Robin, Tamara, Markus, Chito, Gerhard, Jin Marcello, Ralf, Shark, Tristan, Alex, TDB, Big Chris TV, Sandy Melsny, Julian Lilles, Hessen, Dario und Franzi. Vielen Dank an euch. Ich verabschiede mich an der Stelle. Haut rein, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Cut und ciao. Boom. Ba-ba-dum, boom, ba-ba-dum-bum, United Potatoes, United Potatoes, 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 United Potatoes.